So, so. Jetzt muss wahrscheinlich den Barbo hier töten, oder? Setz Weblinge, um den Mann zu zerstören. Ah, hier die Dinger. Ach so. Okay. Helfen die mir irgendwie im Kampf? Ja, tun sie, aber sie verfehlen halt die ganze Zeit. Doof. So, dann zerstört den mal. Südlichen Manapylon. So, den hier auch noch, bitte. You underestimate my power. Ja, der ist ganz schön verrückt geworden. Hab ich so irgendwie das Gefühl. Dann nehmen wir den hier noch auseinander. Und der unten müssen wir noch. So. Den hier. Na komm. Jetzt. Hallo. So, danke. So, das war's dann mit denen. Ja, und jetzt müssen wir den töten. Den Barbo hier. Ich will nicht aggro ziehen von denen. Easy. So. Ach, okay. Der ist schon tot. Der ist schon tot. Dann warten wir. Ich... Oh, nehme mir noch mal kurz einen Schluck vom Kaffee. Ah. So. Okay, 94% Bonus vom Bonusziel. Wenn wir hier eigentlich alles durch haben, bekämpft die Heimsuchung. Ein verderbter Jahrgang. Okay, das könnten wir vielleicht auch noch machen. Surama. Ist das jetzt eigentlich wirklich so? Das Auge Asharas. Ist es jetzt eigentlich wirklich so, dass du in diesem Gebiet auf Level 110 kommst? Weil normalerweise war es ja immer so, sagen wir Nordend, du hattest hier zwei Startgebiete vom 68 bis 72. Oh, dann bist du ins nächste Gebiet gerannt und so weiter. Dann immer hast du zwei Level dort gemacht und bist immer wieder ins nächste Gebiet gerannt. Aber ist es jetzt hier so, dass man wirklich in ein Gebiet bleibt? Kann mir da mal jemand irgendwas sagen? Irgendwie Auskunft geben oder so? Wäre cool. Ich werde es wahrscheinlich eh rausfinden, früher oder später. Da kannst du vergessen. Ja, nix gibt's. Hat er sich jetzt hier im Abgrund gestürzt? Es gibt Alt und es gibt Semikos. Ha. Nehme ich den da hier. Wie seltsam sich das anfühlt, nach all diesen Jahren. So, dann kehren wir zurück. Seht, sie nähern sich Großvaters Teich. Mhm. Valshara, der Hochbergsturmheim. Durch die Berge, um sie aufzuhalten und... Naja. Kann ich ja mit meinen anderen 1000 Charakteren noch alles durchquesten. Haltet euch fest, wir fliegen tiefer. Ich halte mich fest. Oh, die greifen an. Der Azurschwingenrast. Die Azurschwingenrast, Entschuldigung. Haben wir hier eigentlich schon? Noch nichts. Stellagosa. Sagt mir, der Name sagt mir irgendwas.
Achso, ich muss jetzt eh noch auf die hier warten. Toll. Könnt ihr meinem Großvater helfen? Könnt ihr meinem Großvater helfen? Die klingt aber nicht sehr aufgeregt. So, wo muss ich die denn heilen? Wahrscheinlich einen hier da oben. Komm. Ist der da drinnen oder hier irgendwo oben? Energieentzug. Nein. Wo ist der denn? Ist der hier drinnen? Eichhörnchenhorst? Kann das sein? Ist der hier drinnen? Ach, wenn ich doch jetzt nur irgendwas hätte, das langfristig auf längerfristige Art meine Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Wenn der jetzt nicht hier drinnen ist, dann ist aber was los. Aber ich denke doch, dass der hier ist irgendwo. Bitte, 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 bitte. Nein, natürlich ist er nicht hier drinnen. Scheiße. Oder übersehe ich den jetzt nur? Nee, ich übersehe den nicht. Wo ist der? Wahrscheinlich doch oben. Oben drauf irgendwo auf dem Berg. Scheiße. Natürlich umsonst wieder gelaufen, so ein Mist. Aber gehört dazu. Das gehört doch dazu, Freunde. Gut, dann nehme ich mir jetzt erstmal die anderen vor. Kedonu, Karamera, Emigosa. Ja, ich glaube, die wollen den hier auch da drinnen suchen. Da werden sie aber nicht viel Glück haben. So. Ich bin bei dir, Kamera. Wer ist das? Das ist niemand Wichtiges. Okay, Kamera geheilt. Kamera haben wir. Oh. Oh, da haben sich ein paar an den festgesetzt. Wie ich sehe. Wer ist das? Hier müsste eigentlich auch jemand sein. Wo ist er denn? Ist nicht da. Okay, dann nehme ich mir zuerst Kedonu. Kedonu. So, hoch mit dir. Na komm, greif doch den an. Ja, 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 Energieentzug hin oder her. Wo ist denn jetzt hier Emigosa? Emigosa fehlt noch. Ich frag mich, wo die ist. Senegos? Senegos? Ich kann ja mal... Oder ist... Oder vielleicht hier drinnen. In der Höhle. Ja, natürlich ist er in der Höhle. Berazus. Nicht Belzebub. So, nehme ich mir den auch nochmal kurz vor, bevor ich ihn jetzt endgültig heile. Berazus. Okay. Hoch mit dir, Freund. Wir kriegen dich schon wieder hin. Keine Sorge. Emigosa, da ist er ja. Och, das ist so ein ganz kleiner, auch wie süß. Wie süß. Oh, der macht schon ein bisschen mehr Damage, habe ich das Gefühl.
Wie macht er das? So. Ah, okay, der lässt seinen Pet dagegen kämpfen. Schlau, schlau. Okay, ich habe jetzt Emigosa geheilt, ohne dass ich wirklich irgendwas gemacht habe. Ah, hier hinter. Schnell, wenn es geht. Alle noch kurz anhitten mal. Den hier auch. Dass ich schön von allen die Killbestätigung bekomme. Genau, da haben wir sie nämlich schon. Gut, das war das. Geben wir ab. Ich gebe ab. Nichts hält mich am Boden. Wir werden einen Weg. Oder so. Ich kenne das Lied nicht. Vom Teil wieder. Ich fürchte, Großvater bleibt nicht mehr viel Zeit. Großvater bleibt nicht mehr viel Zeit. Das weiß ich zu verhindern. Zum Verdorrten, verdammt. Da ist er. Runa. Runas. Jetzt müssen wir da wieder rausgehen. Oh. Orbit. Na warte. Ja, ja. Das war doch der von vorhin, den wir nicht anklicken konnten. Nee, irgendwie nicht, Kumpel. Und der geht ja schnell down, also bitte. Hätte ich mir schon ein bisschen was, Stärkeres, erwartet. Aber gut, ist halt World of Warcraft. Damals war es noch Burning Crusade. Ich sag's immer wieder, Burning Crusade, Wrath of the Lich King, das war das Beste. Aber naja, was willst du machen? Ich denke, wenn die alten Talentbäume wieder zurückkommen würden, wäre es wieder was anderes, weil konntest du dir wirklich deinen Charakter noch zusammenstellen, wie es dir gepasst hat. Und jetzt kriegst du sozusagen irgendwie vorgeschrieben. Ich weiß es nicht. Kannst jetzt hier 3 Sachen dir auswählen. Wow. Damals hattest du 9. Wenn nicht noch mehr. So. Okay. Kritische Trefferchance für den Kreuzfahrerstoß. Ja, bitte. Asuna Matata, haben wir das auch? 100 Artefaktmacht. Das Tauschen war... Warte mal, das wäre hier. Okay. Richtungsteil verursachter Schaden. Dauer von Kreuzzug. Okay, das kann ich hier nicht rein. Okay, ja, das wollte ich sowieso austauschen. Okay. Okay, ich muss mich jetzt in Hochberg melden. So ist das. Okay. Aber zuvor würde ich noch gerne dorthinter gucken. Zu Charlions Terrasse. Charlion. Vielleicht noch hier die Bonus-Ding machen. Bonus-Quest. Auf jeden Fall möchte ich mir noch den Flugpunkt nehmen. Wer weiß, wann man den mal wieder braucht. Charlians Terrasse. Charlianes Terrasse. Charlians. Charlians wäre dann Charlianes. Charlianes? Charlians. Egal. Ich kenne mich mit der französischen Sprache nicht aus. Ich würde es aber gerne.
So, der verlorene Obstgarten. Mischen wir uns mal einen Obstler zusammen. Hey. Okay, da habe ich auch schon eine Quest. Kann ich behilflich sein? Yo. Nachtrosenrezept. Tödlich hochprozentige Geister. Scheiße. So, warte. Genau. Hier, zack. Welköl. Alter, bin ich voll. Aber er hält ja zum Glück nicht lange an. Zum Glück, muss ich wirklich sagen. Okay, Nachtrosenrezept, Teil 1, Teil 2, Teil 3. Müssen wir finden. Nur wo? Das ist die Frage. Wahrscheinlich hier irgendwo gleich. Jo, genau hier. Winzerin. Bei der Winzerin am besten. Dort lässt sich sowas gerne mal holen. So, pam. Und zacko. Haben wir das? Wo kriegen wir den nächsten? Dort rüber müssen wir. Ach komm. Nehme ich das auch mal mit. So. Ach genau, die sind ja jetzt betäubt. Stimmt, habe ich schon wieder vergessen. Die sind ja untot. So, und die letzte. Das geht ja eigentlich einigermaßen schnell sogar. So, noch kurz heilen. Bisschen Mana aus der Luft saugen. Nirgendwo anders raus, Freunde. Nur aus der Luft. Gepeinigte Hirschwinge. Wo kriegen wir die denn? Hier. Winzerin. Schalrala. Winzerin Schalrala. Genau bei ihr kriegen wir das. So, Pams. Und dann nochmal ein hier mit drüber braten. Ein Aschenbringer. Und da ist sie schon down. Den nächsten kriegen wir dann dort vorne. Hier, da drüben, genau. Eisbärchen, was heißt dieses Pet? Schöner Name. Ach nee, ist ja... Ach, kein Pet. Ach, das ist ein... Das ist ein Druide. Ups. Oh, nice. Die Großwinzerin. Hätte ich jetzt meinen Aschenbringer ready, wäre es schön geworden. Alles mit einem Schlag weggefetzt. Dieser ist 97. Okay, wahrscheinlich ihr Alter. Wahrscheinlich spielen die damit wirklich auf ihr Alter an. Könnte ich mir irgendwie so vorstellen. Weil welchen, wieso machen die einen Gegner mit so einem lowen Level? Oh, dafür aber einen Haufen Life. So, ja, warte, ich bin gerade im Kampf, ich kann gerade nicht.
So. Da muss ich noch schnell hier rausrennen und beitreten. Danke!